Es ist echt ständig am Schiffen in diesem Spiel. Willkommen Leute zurück zu Risen 2. Ihr seid dabei, das hat sich schön gereimt. Wir sind hier vor der Hütte vom Jafar und müssen nun überlegen, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt aktuell keine Ziele. Wir stehen hier. Erkundet haben wir hier dieses Stück alles schon. Hier haben wir auch erkundet und hier sind wir lang. Das heißt, wir könnten jetzt... Wir haben jetzt die Hälfte der Insel hier noch zum Erkunden. Da würde ich sagen, gehen wir diesen Weg lang und erkunden das Stück hier. Das klingt für mich nach einem guten Plan. Also ab dafür. Truthähne. Boah, da kriegt man Ruhm und Ehre für. Immer her mit dem Viehzeug. Immer her mit dem Zeug. Man bräuchte auch mal wieder so eine Art Feuer, dass man sich ein bisschen was hier an Proviant machen kann. Bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg, den ich lang gehen wollte? Das ist ja echt schon der Weg. Die Insel ist nicht besonders groß, finde ich aber jetzt nicht unbedingt schlimm. Was haben wir hier denn noch alles? Geht zwar nach oben, aber ansonsten ist hier jetzt nichts, was für uns von Wert ist. Eigentlich schade. Naja, gut. Was haben wir hier? Hier liegen noch Kisten rum. Oh, hier ist noch eine Kiste. Eine richtige. Oh, shit. Aus dem Weg. Oh, nein. Nicht mit mir. Eine verschlossene Kiste, die allerdings nicht besonders gut verschlossen ist. Also hier kommen wir schnell rein, würde ich denken. Ziggy, die Zack, da ist er auch schon offen. Gib mir dein Zeug. Na, ein bisschen Rum und Gold. Ein toter Sandteufel. Wir hatten den getötet. Ein Bett. Oh, der hat es nicht mehr bis ins Bett geschafft hier. Oder der ist gestolpert und hat sich den Schädel am Bettpfosten aufgeschlagen. Das kann natürlich auch sein. Jetzt laufe ich hier im Wasser rum, ohne zu wissen, wonach ich suche. Eigentlich nach gar nichts, weil hier gibt es auch nichts. Bin ich denn jetzt schon hier? Ich bin... Das war das Stück... Och Mensch, die Insel, die sieht so groß aus, aber das ist die gar nicht. Da muss ich hier aufpassen, dass ich hier mich nicht total verfranz. Weil sie größer ist, als ich denke, beziehungsweise weil sie kleiner ist, als ich dachte. Und was ich laber, ergibt einfach mal keinen Sinn. Ist ja auch egal. Dafür bin ich ja auch Lord Peter, ne? Mein Gerede muss keinen Sinn ergeben. Ich werde von irgendwas verfolgt. Ich war das letzte Wesen, was dieses Vieh verfolgt hat, das sage ich euch. Da kriegst du noch eine Ladung mit meinem Schrothorn. Was ist hier? Treibholz. Ach genau, wir sollten ja auch Holz sammeln. Hätte ich doch beinahe vergessen. Wir müssen an den Stränden aufpassen, wir sammeln nämlich Holz. Für ein wunderschönes Floß. Bisschen schwarzer Leander. Oh shit. Boah, einfach mal ganz in eine andere Richtung geschossen und trotzdem getroffen. So läuft das bei mir. Ach du Schande. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Proviant reinfuttern. Und bitte noch mehr Treibholz. Dankeschön. Questerfolg, Treibholz. Liegt hier noch was? Nee, das sind nur Steine. Und wir befinden uns laut... Oh, wir befinden uns jetzt schon hier, WTF. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir schon so weit gekommen sind. Also die Insel ist wirklich bei weitem kleiner, als man denkt. Verzeihung. Entschuldige bitte. Eine bedrohliche Riesenkrabbe. Und erledigt. Vier Krabben. Das gehört zu irgendeiner Quest hier, diese Mistbiester, die kleinen.
Die kleinen, dreckigen Ganoven. Die Ganoven werde ich verkaufen. Ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Obwohl, nee, hier ist diese Felswand. Ist alles gut. Die war nämlich auf der Karte voll eingezeichnet und so. Aber wo jetzt die vierte Krabbe ist, das... Aha! Hi. Bist du der, der Hilfe braucht? Wer bist denn du? Der Khalil. Ato, Ato, Tango Krito, Nemurksa. Na, Kleiner, alles in Ordnung mit dir? Na, Kleiner, alles in Ordnung mit dir? Me grande fraida. Du hast Angst, ja? Tango, Tango, Ponto Krito. Alles klar, du wirst von den Riesenkrabben da hinten bedroht. Hip, hip. Chualpo, please, please. Du kannst ruhig wieder nach Hause gehen. Humifamo, Krito Murksa. Ja, richtig. Die Riesenkrabben sind tot. Tu famo, Humi Gumpo, tu taki, Donna. Du willst mir was schenken? Oh. Oh, eine Feder. Danke. Das ist aber nett. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde die Gnome so mega niedlich. Das nächste Mal passt du aber besser auf dich auf, ja? Bismillah, mi kasakawa. Ja, richtig. Ab nach Hause mit dir, kleiner Mann. Jip, jip. Gut, was gibt's denn hier? Goldklee, das ist aber was Feines. Und wir sind jetzt laut Garte hier oben. Das heißt, jetzt wollen wir hier lang gehen. Das ist ja die Höhle von dem Knilch. Gut, gut, gut. Gut. Finde ich gut, Spiel, dass ich hier keine Ruhmpunkte kriegen kann, weil für die Ruhmpunkte hätte ich es jetzt getan, aber mit Widerwillen. Weil ich die Gnome total niedlich finde. Wenn die mich nicht angreifen, will ich die eigentlich auch nicht angreifen. Weil ohne Mist, die sind voll knuffig. Aber meine Lieblingsbiester aus dem Piranha Bytes-Universum sind ja nach wie vor die Scavenger. An denen habe ich voll Nachen gefressen. Diese riesen, flugunfähigen Vögel finde ich voll toll. Eine Markibäre, wo bin ich? Bin ich hier oder was? Hier ist jetzt schon wieder irgendein Weg. Ach, den Weg kennen wir ja auch schon. Na, da können wir ja beim Jafar gleich mal Halt machen und dem die ganzen Treibholzutensilien schon mal geben. Hallo. Ika, warte. Ach so, ich brauche erst alles. Ja, da steht eine Flasche. Kann ich die mitnehmen? Nö. Ich würde sagen, ich hau mich bei dem jetzt erstmal in die Falle. Ach nee, der hat gar kein Bett, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Na, fein. Dann hauen wir uns nicht in die Falle. Jetzt haben wir Folgendes erkundet. Wir haben das hier alles erkundet. Das heißt, uns bleibt jetzt noch dieses Stück Land. Da gehen wir doch einfach mal hier hinten rum. Da müsste ja dann eigentlich das Gnomendorf sein, weil so wie ich das verstanden habe, müsste das Gnomendorf direkt hier in der Nähe sein. Ach, und hier stehen ja auch schon die ersten Hütten. Na, sieh mal einer an. Kann ich dich mitnehmen? Kann ich. Glückliche Zufälle. Mal sehen. Hier steht vielleicht etwas. Wie durch ein Wunder überlebte er den Schuss. Die Kugel wurde durch eine Münze aufgehalten, die er in der Brusttasche trug. Daraufhin beschloss er, die Münze für seine Reise ins Reich der Toten aufzubewahren. Hm. Die alte Münze. Oh Mensch. Ziki bleiben nix erspart. Armer Ziki. Oje, oje. Na, na, na. Furchtbar, furchtbar. Schlimme Sache. Ganz schlimm. Was ist los mit dir? Armer Ziki, nix mehr wert ist er. Alles weg. Böse Diebe, habe alles genommen, was Ziki lieb war. Zikis Leben jetzt kaputt. Ist doch nicht so schlimm, du lebst doch noch. Die Sachen sind ersetzbar. Nix da. Menschen habe keine Ahnung. Ziki, nur noch Hülle von Gnom ohne Sachen. Gnom ohne Dinge ist wie Mensch ohne Kopf. Okay, schon gut, ich hab's verstanden. Wer hat dich denn beklaut? Böse Ameise, Biester, Monster. Lebe in Höhle auf Felsen beim Strand. Ameise sind ohne Ehre, ohne Stolz. Was wurde dir gestohlen? Alles weg. Wenn Ziki wenigstens noch sein Aurikulki hätte. Ohne Aurikulki, Zikis Leben ist nichts wert. Okay. Kann ich dir vielleicht helfen? Termiten wahrscheinlich wieder. Vielleicht. Mensch, bringe Ziki das Aurikulki zurück. Aber Ameisenhöhle ist sehr gefährlich. Ich hol dir dein Aurikulki zurück. Ziki, sehr dankbar. Liebe Mensch, letzte Hemd.
Das ist genau das, was ich brauche. Was genau ist denn dein Aurikulki? Ganz besondere, schöne, goldene Hut. Mit glitzernden Steinen. Hört sich an wie eine Krone. Ja, Krone. Mensch ist klug. Ja, das weiß ich selber. Sag ich mal was Neues. Ich bin ja wohl mal hier der Schlauste überhaupt. Was ist das? Aha, eine Liane. Liane von der Christiane. Oder so. Oh, eine Truhe. Tut mir leid, ich muss dich auch noch ein bisschen beklauen. Krog und Gold, das ist Gold, Holt, Mold, Schnold. Was das? Käse. Ja, Käse ist immer gut. Garganuss auf dem Regal. Beim Strand soll eine Höhle sein. Felsen bei Strand, sagt er. Aber... Oder meinen die das hier? Meint der das? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, weil eigentlich haben wir ja sonst alles ganz gut erkundet. Ist mir zu dunkel. Ich nehme jetzt mal eine Fackel. Vielleicht hilft das ein bisschen. Was? Ach, das kennen wir doch schon. Dieses verdammte Wetter. Wer wohnt hier? Meine Bäre sucht den eigene. Ach, du bist... Keine Ursache. Der Khalil, der kann mich jetzt voll leiden. Und der hat eine Liane für mich parat. Ich darf doch mal an deine Kiste rangehen. Hast doch bestimmt nichts dagegen. So macht man das. Schon ist die Truhe nämlich auch offen. Ein Kapermesser, Trank des Rituals, Kugeln und Goldbrocken. Fluchpuppe. So, wer bist du? Ulvi. Menschen? Ja, ich bin ein Mensch. Und wer bist du? Ulvi ist Gnom. Ach so. Khalil Kumpo. Dimi Khalil Kumpo. Was? Ach so. Ja, ja. Khalil, dein kleiner Freund. Aha, ich verstehe schon. Wegen deinem Kumpel Khalil. Er hat mir diese Feder hier gegeben. Khalil gebe Feder? Tantan Ulvi. Ulvi jetzt weiß, was ist mit Khalil. Ulvi, danke Menschen und gebe schwarze Perle. Okay. Sollen wir tauschen? Jip, jip. Ulvi, tausche mit Menschen. Ach, sieh mal einer an, der tauscht mit mir. Das ist aber schön. Was hast denn du so? Glücksbringer, ist das ein Ohrring? Klingenring, Ring der Gier. Kugelsicher plus 5. Ach nee, Diebesamulett, hier steht's ja, aktuell angelegt, genau. Daran kann man gut erkennen, was man hat und was nicht. Eine Schatzkarte. Im großen Tal auf der Insel der Diebe. Nehme ich doch direkt mal mit. Was hab ich Schönes, gucke mal hier. Kannst du alles haben. Darfst du alles haben, mein Freund. Nimm mal das. Was ist denn hier? Ach so. So, das können wir auch alles verscharren. Hier haben wir noch ein bisschen Goldklee, Pulvermond, das haben wir noch schwarzer Orleon, der kann alles weg. Hier haben wir alles fleißig gesammelt. Nur alles Zeug, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ach, ich habe jetzt keine Lustbände verkaufen. Hast du vielleicht auch Hemden? Menschenfreund, Ulvi gebe Hemden für Menschen. Danke, Kleiner. Das ist schön, da haben wir noch zwei Hemden mehr. 2 von 6. Wieso 2 von 6? Ich habe doch vorhin schon mal 1 gekriegt. Verzeihung. So, und wir sind jetzt hier quasi... Hier. Okay, man könnte hier hochgehen. Keine Ahnung, was da ist. Ich will aber erstmal die Hütten kontrollieren. Was haben wir hier zum Beispiel noch? Nuri. Du, Homie. Me, Nuri. Hallo, Nuri. Wie sieht's aus? Du gib mir Nuri den Gini? Da Koballa. Please, please.
Nicht so schnell, sonst verstehe ich nur die Hälfte, Kleiner. Was? Okay, du verstehst nicht. Versuchen wir das. LOL, Silberzunge plus 50? Me luki luki dingi kumpo nuri. Tu gipi dingi homi. Blimo, blimo, tini dingi gipi gipi nuri. Ach so, du suchst auch etwas. Ein kleines Ding, ja? Tini dingi. Und du willst, dass ich dir dieses Ding bringe, ja? Gipi taco palla. Ja, ja. Gipi, gipi. Das wird schwierig. Allerdings. Hast du sowas hier? Ah, Homi taki dingi. Taki halpo homi. Homi gipi taco palla. Nuri halpo homi. Also wir geben dem das Ding und er gibt uns das Hemd. Für mich zu haben, aber er will dafür dieses taco palla. Verstehst du nichts von dem, was ich sage? Was? Vielleicht, wenn ich langsam spreche? Was? Hallo, kleiner Gnom. Omi Gaga? Ich geb dir gleich Gaga. Aber echt, ey. Du bist hässlicher grüner Zwerg, so gemein bin ich jetzt nicht. Willst du tauschen, Dingi? Ja? Omi Gipi Nuri Dingi? Ja. Gipi Dingi, und du gibst mir auch Dingi. Was? Das ist zwecklos. Wenn ich etwas von ihm will, muss ich ihm erst zeigen, was. Zeig mir wenigstens mal deine Sachen. Gipi Daco Balla. Na, oder auch nicht. Daco Balla, hab ich schon mal gehört, aber verdammt, was könnte das sein? Vielleicht habe ich da was für dich. Baller, irgendwas Rundes auf jeden Fall. Eine pechschwarze Perle. Das war ja einfach. Ein schwitziges, dreckiges Hemd für eine schwarze Perle. Naja. Ja, ja, vielen Dank, du Halsabschneider. Und viel Spaß damit. Jip, jip. Naja, gut. Geh weg. Kompliziertes Schloss. Ja, das ist ein kompliziertes Schloss, dass ich nicht lache. Das kriege ich dann gleich auf, wetten. Ich guck nur erstmal, was er noch hier hat. Ein Goldbrocken hat er noch. Kompliziertes Schloss, als ob. Pass mal auf hier. Und schon geht die Sache nämlich auf. Nee, das war nicht gut. Haha! Na, ganz so schwer sind die Schlösser ja dann wohl doch nicht. Ein Diebesamulett. Schmutzige Tricks plus 5 Diebes... Ach, das haben wir schon. Das ist ja das Gleiche. Ein Lauf, zwei Perlen, Jadestein und jede Menge Gold. Und wo wir gerade dabei sind, könnte man doch eigentlich auch mal bei der Insel der Diebe hier den Schatz markieren. Der ist die hier oben. Und wo ist dieser komische Kahn? Truthahn! Weil dieser komische Kahn hat ja hier der Zaren. Hier oben ist auch noch irgendeine Höhle. Das könnte die Höhle des Kahn sein, durchaus. Wird sich zeigen, wer bist denn du? Hattu. Ganz normaler Gnom. Hattu? Halt, stopp, die will ich. Ich darf doch mal hier rein, oder? Oh ja, das sieht richtig aus hier. Irgendeinen Bauplan habe ich entdeckt. Buch des der großen Reise. Hier stehen Geschichten über Gnome, die sich auf die große Reise machten, um einen besonderen Gegenstand zu finden. Leider ist das meiste in der Gnomensprache geschrieben. Was mich nicht unbedingt weiterbringt, muss man zugeben. Ach hier, ich vergesse die ganze Zeit, ich muss doch meinen Ring wieder anlegen mit der scheiß Ruhm-Ernte-Dingens. Ja, was ist denn das jetzt für eine Kacke? So, mach auf die Kiste. Bombe, Fackel, Schmerztöter, Trank der Überzeugung, Ratschloss, Luntenschloss. Was ich hier alles finden kann. Pokal. So, und bevor wir es jetzt vergessen,
ganz schnell Ringli ran. Gut, Freunde, ich würde sagen, für heute ist Schluss und beim nächsten Mal reden wir doch mal mit dem Anführer der Gnome. Mal sehen, was der uns so zu berichten hat. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!